Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro. Year of the Dragon. Enter the Dragonfly ist ein anderer Teil. Ich muss mir mal gerade hier ein bisschen leiser machen. Ist nämlich doch ein bisschen laut. Aber ich muss es eben gerade ein bisschen lauter machen, weil ich Tonprobleme hatte. Aber es lag irgendwie am Kabel. Ich habe mal ein bisschen an der PlayStation rumgezuppelt und ein bisschen am Cinch-Kabel und dann hat alles wieder supi-dupi funktioniert. Jo. Die Musik ist weg. Also die Tonprobleme eben waren so ein Brummen. Ich weiß nicht, wo es herkam. Ich weiß schon, wo es herkam. Weil ich habe nämlich am rechten Audiokabel, also an dem roten ist es, glaube ich. Ich glaube, rot ist rechts und weiß ist links. Auf jeden Fall an dem habe ich ein bisschen rumgedreht und dann war es weg. So, ich wollte noch sagen, wie viel haben wir denn heute? Wir haben heute den 28. Mai und wir gehen jetzt mal hier in dieses Special Level. Ich habe ein Ei gefunden, aber nur Sparks kann da rankommen. Da ist ein kleines Loch, das zur Krabbenfarm führt. Ich kann ihn dorthin mitnehmen, wenn er bereit ist. Zur Krabbenfarm? Ich habe Krabbenfarm verstanden. Das möchten wir gerne tun. Denn jetzt kommt dieser tolle Top-Down-Shooter. Den finde ich eigentlich ganz cool. Das ist halt ziemlich viel Abwechslung mal in dem Spiel, weil es halt was komplett anderes ist. Ich habe hier irgendwelchen... Hallo, Sparks. Zeug am Tisch. Bevor du diese fiesen Krabben herausforderst, sollte ich dir etwas helfen. Lass uns zuerst das Schießen üben. Drück die Kreistaste, um auf diese Ziele zu schießen. Okay. Kreis. Schießen. Hab ich gemacht. Komm ich jetzt hier durch? Kann man... Ja, genau. Wenn man R1 gedrückt hält, kann man strafen. Strafen, ich meine, das heißt so. Du kannst dich auch schnell bewegen, indem du sprintest wie Spyro. Halt die Quadrattaste gedrückt, um zu sprinten. Sprinte, um diesen schnellen Gegner zu kriegen. Okay. Achso, die muss man andotzen. Yay! Jetzt zum schwierigen Teil. Als Libelle kannst du in jede Richtung schlittern. Halt die L1 oder R1-Taste gedrückt und steuere dann mit dem Analogstick oder den Richtungstasten, um zu schlittern. Versuch, nach oben und unten zu schlittern, um die Ziele in diesem Raum zu treffen. Ja, das habe ich ja eben gerade schon mal demonstriert. Nice. Wenn das alles so einfach wäre. Auf deinen Reisen triffst du auf Schmetterlinge, die dir Gesundheit spenden, genau wie in den Drachenwelten. Und nicht nur das, einige der Schmetterlinge geben dir besondere Kräfte. Allerdings nur für eine kurze Zeit. Iss einfach einen Energieschmetterling und drück dann die X-Taste, um die Energie zu benutzen. Deine Energie siehst du oben rechts auf dem Bildschirm. Iss mit SZ. Gib her. Ups. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Du wirst mit diesem Typen viel leichter fertig, wenn du diese Energie benutzt. Ist einfach ein Energieschmetterling und bla bla bla. Ja, die X-Taste, ich weiß. Sollen wir jetzt? Das ist das Gleiche. Sieht so aus, als wärst du jetzt bereit, Sparks. Wenn du mehr Hilfe brauchst, wähle die Hilfeoption aus dem Pausemenü. Nö, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich muss mich nur daran erinnern, dass X halt auch noch schießen ist, nur halt mit dem Special-Kram dann. Wow, wow, wow. Da wäre es fast schon so weit gewesen. Das Zeug, was ich jetzt eben am T-Shirt habe, habe ich jetzt am Daumen. Toll. Und das schmiere ich jetzt auch schön auf dem Controller rum. Das hat man doch gerne. Was ist das? Das war nö, das brauchen wir jetzt nicht. Das geht auch ohne. Sparen wir uns lieber auf. Genau, hier gibt es auch diese... Ich weiß gar nicht, wie man die nennen soll.
Halt so Kisten, wo die raus spawnen. So Spawn-Kisten. Wir wollen auf jeden Fall die rote Tür, weil wir einen roten Schlüssel bekommen haben. Können wir jetzt mal gucken, wo die rote Tür ist. Da ist die rote Tür. Oh, das ist immer so knapp, was ich... Oh, welche Taste? So, rote Tür. Du kommst mir gerade sehr ungelegen da unten. Nein! Nein! Erstmal hier an die Steuerung gewöhnen. So, du bist nochmal das gleiche wie eben, ne? Komm her. Ja, warten wir. Schade, dass man nicht mehr kriegen kann. Sag mal, einen grünen haben wir bekommen, ne? Ja. Gab's nicht in Spyro 2? Ach, das ist nur so Unverwundbarkeitskack. In Spyro 2 gab's diese Krabben, die wir eben gesehen haben. Ich glaube, die kommen hier gar nicht mehr vor, nur halt nur hier in den Level. Ich weiß nicht, was wir bekommen haben. Blau? Nee. Gelb? Gelb. Es ist echt nicht gut, was ich hier abliefere. Muss ich gerade mal so sagen. Aber vielleicht wird es ja noch mit der Zeit. Ist gut. Wollte ich gar nicht haben. Was habe ich? Ich glaube, das ist das Feuer. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall mal jetzt einen blauen. Mal schnell hier rein. Boah, das ist ja mal mega cool. Das ist dann nochmal so zerspratzt. Oh, die haben sogar eine Spawnbox. Ich nenne die jetzt einfach mal so. Weg. Ist jetzt schon der Bossraum? Tatsache. Ich wollte hier noch gar nicht hin. Gar nicht mitgerechnet, dass er das jetzt tut. Nora! Okay. Ups. Die Taste schon wieder. Also zum Glück können wir jetzt hier noch ein bisschen untersuchen, ohne direkt wieder nach Hause geschickt zu werden. Ich gehe mal davon aus, dass uns jetzt noch 16 Edelsteine fehlen. Nee, Quatsch. Wir haben ja eh eine ungerade Zahl. Da habe ich Blödsinn geredet. So, in der Mitte steht auf jeden Fall noch so ein komisches Kistchen.
Ach, guck mal, da haben wir alles. Das ist irgendwie so ähnlich. Aber ein bisschen anders. Ähnlich, aber anders. Gut, dann hätten wir das Level hier auch geschafft. Und dann können wir jetzt endlich mal in Gartenstadt, hieß das so? Ich glaube, das hieß Gartenstadt. Nee, Gartenstadt ist es, oder? Kann auch sein, dass Gartenstadt das dritte ist. Ich bin mir nicht sicher. Gut gemacht, Sparks. Du hast den Krabbenkönig besiegt und das verlorene Ei gefunden. Und nicht nur das. Die Drachenmagie scheint etwas auf dich abgefärbt zu haben. Jetzt kannst du Edelsteine aufheben, die noch weiter von Spyro weg sind. Oh, ist das... Kriegen wir schon beim zweiten dann irgendwie die... Die Fähigkeit, dass wir nach Edelsteinen suchen können, das wäre super. Und ich habe total vergessen, dass hier ja noch... Ich habe das mega vergessen. Ich hoffe mal, das habe ich rausgeschnitten. hier gibt es ja noch ein Fluglevel. Da habe ich total vergessen. Die Pilzrennbahn. Yay. Oh nein. Mal sehen, wie wir das hinkriegen. Boah, ich habe sogar noch im Kopf gehabt, wie die Tonlage war. So, wir haben entweder ein Zeitspiel oder das Rennen gegen die Schmetterlinge. Und dann haben wir noch eine dritte Herausforderung, die dann irgendwo versteckt ist auf der Map. Und hier weiß ich es noch, meine ich. Gut, dann machen wir erstmal das Zeitspiel. Also wir sollen die nacheinander absorbieren, also erst die Ringe, dann die Löwenzahnblumen, dann die Spinnen und dann am Ende die Schmetterlinge. Das ist nicht der schnellste Weg, aber der einfachste. Mal gucken, wie ich es mache. So, und hier kriegen wir keine Zeit gut geschrieben, sondern kriegen direkt die Edelsteine. Ich weiß gar nicht, wie es in den... Also im ersten Teil war es nicht so, im zweiten weiß ich es nicht. Ich mag das Geräusch davon, das hört sich so knollig an. Wenn man die kaputt macht. Ja, knollig. Nach einer Knolle. Ich glaube, ich hatte damals mal so eine Spielspinne. Nennt man das so? Spielzeugspinne, so nennt man das. Die sah, glaube ich, so ähnlich aus. Toll. Ja, Spyro. Weiß nicht, ob wir das jetzt noch hinkriegen. Fuck, gibt's hier Könnerpunkte? Also immer mal so, hätte ich die eine Stimme... Die Stimme natürlich, ja. Hätte ich die eine Spinne nicht verpasst, hätten wir es hingekriegt. Ich weiß gar nicht, ob es hier Körnerpunkte gibt. Als Shep. Aber einerseits mag ich die Musik, andererseits mag ich sie nicht. Da sind so Elemente drin, die ich irgendwie nicht mag, die ich nicht so gerne höre. Ups. Oh, das ist ätzend. Spyro, mach doch mal was. Uiuiuiui. Uiuiui. Okay, haben wir alles geschafft. Das ist sehr schön. X drücken.
ich glaube, hier gibt's einen Könnerpunkt. Aber ich mach das jetzt noch nicht.